So. Level 2 Communication Center. Mal gucken. Ah, siehst du ja. Hier gibt es nicht mal was zum Verstecken. Weil so ein Schrotflintentyp da, der kann uns bei auf Realism Mode kann er uns mit einem einzigen Schuss komplett erledigen. Wenn er uns komplett, also normal trifft, was auf der Entfernung kein Problem für ihn darstellt, dann ist er halt weg. Ist da noch einer? Ja. Da ist noch einer. Oh, fuck! Was macht der denn da? Ist da noch einer mehr? Nein. Da noch mehr? Nein. Danke. Danke. Mal die Geschütze nachladen hier. Oh, fuck you. Danke. Hä? Wow, das war eine richtige Verschwendung. Egal. Okay. Gewehr nachladen. Achso, ich hab jetzt was. Was ist denn hier los, sag mal? Danke, danke. Bam, bam. So. Ja, wollen wir mal hier meine Gewehre ein bisschen auffrischen. Das sieht schon besser aus. Hier geht es nach wie vor nicht. Hier brauche ich noch eine zweite. Aber sieht so zumindest schon mal besser aus als jetzt. Also als gerade. So. Alles eingerichtet, dann können wir speichern. Gut. Das war's mal ein bisschen vor. Hallo? Wer hat überlebt? Apropos überlebt, ich glaube, hier sind noch ein paar. Ja. Die wurden in dem Moment rausgelassen, als ich durch die Treppe hochgegangen bin. Da ist irgendwo ein Tür ja in der Treppe drin. Der hier hinten. Genau, der Ding hier geöffnet hat. Ah, zu meinen Ungunsten natürlich, ne? Arschbücher. So. Ah, nicht so viel Munition aufsammeln, wobei das geht. Ach ja, ich krieg ja immer nur zwei. Dann geht's ja sowieso. Okay. Pinky Alarm? Na komm. Fuck. Geht doch. Wow. Boah, Alter. Meine Schießkünste lassen mir auch zu wünschen übrig. Wow. Deswegen, ich werde mal überlegen, vielleicht spiele ich. Vielleicht spiele ich Extermination Day mal auf Realism Mode. Weil bei Extermination Day, zumindest bei denen Levels, die ich jetzt in Erinnerung habe, da geht es tatsächlich. Da sind kaum Levels, also von denen wir bekannten eigentlich gar keine Levels, wo das so extrem schlimm ist, dass man da gleich eine Horde von Gegnern spawnt. Von daher werde ich das da mal probieren. Wie gesagt, ich werde aber auf jeden Fall, wenn ich das mache, dann höchstens so als nebenbei Let's Play, einfach just for fun, einfach weil es mir persönlich Spaß macht, so extrem Hardcore Survival zu spielen. Geht also davon aus, dass das Let's Play relativ schnell auch wieder enden wird. Ah,
Alter, wie viele sind denn da unten? War das jetzt alle? Was hoffen wir? Was? Sei doch selber, Arschloch. Also meine Schießkünste sind heute echt atemberaubend. Das ist ja... Ich geb's auf. Kein Bock mehr. Wow! Das kann man erwarten. Leco mio. Wirklich. So, dann gehe ich mal. Hier lang? Ein bisschen Taschenlampe. Hier war ja wieder diese schöne Falle. Ich werde jetzt einfach mal gekonnt rausrennen. Geronimo! Warum so viele? Okay, ich hasse euch! Meine Schießkünste sind echt zum Schießen. Es ist einfach Wahnsinn, Alter. FPS. Quatsch, schon hier. Ha! Wow! Alter, 80 Bilder pro Sekunde und mit Flashlight. Häufig gefühlt, das ist aber weniger. Ich stocke zu extrem hier. Und das ist auch ohne Flashlight so. Nee, da habe ich 80 Bilder pro Sekunde. Na, hm. Ah, schade eigentlich. Wie gesagt, ich hoffe mal, dass dieser extreme Performance-Bug oder Performance-Leak oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, irgendwann mal behoben wird. Ist schon recht nervig. Ich brauche ein... Ach hier! Ich brauche ein Schlüssel. Wow! Ich wollte gerade schon fragen, ob die mich nicht sehen. Noch einer? Gott, Alter, diese Pinkies hier. Blau, 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 wie der MC, ja. Yay!
Geht doch. Gut. Dann. Hab dich gesehen. Was ist das hier? Dachte schon, es ist ein Secret. Ein Stern. Das fand ich sehr symmetrisch. Exakt, überhaupt nicht symmetrisch. Gott, ist der breit gezogen. Passt doch gar nicht überein. Die Nattenhorn nicht hin. Billig. So, jetzt müssen wir wieder raus. Dann haben wir die rote Karte. Was auch immer uns die rote Karte überhaupt bringt. Ach ja, hier war eine Tür. Eine rote Tür. Was? Da war ja noch einer. Was ist mit dir los? Hotze. So, stopp. Sei mein Fußabtreter. Hier nicht mehr normal. Alle weg. Nichts mehr. Gut. Ach ja, jetzt war das Ding hier, was ich nie wirklich verstanden habe. So, also hier muss man jetzt erstmal das Ding aktivieren. Ja. Alter, wie oft muss er denn schießen oder habe ich jetzt 50 Mal daneben geschossen? God damn it! Leider geht mir auf den Sack. Ach so. Ach, dann habe ich letztens den Schalter hier übersehen. Ah. Weil ich habe letztens hier, ich war hier drin und habe umgeschaut. Da war keine Möglichkeit gesehen. Nice. An den Gelbschlüssel ranzukommen. Ich habe die gesamte Web dreimal abgesucht, um hier reinzukommen. So ist das also. Ah, super. Habe ich den Schalter hier, den ich gerade gleich auf Anhieb gefunden habe, letztens komplett übersehen. Ach Gott, Schande über mein Haupt. Gibt's da noch mehr? Nö. Hier ist schon Ende. Nice. Gut. Nochmal nach Munition umschauen. War irgendwie im Vorraum hier, war noch ein bisschen was, oder? Hatte ich ein bisschen was liegen gelassen. Ne, habe ich mittlerweile davon alles mitgenommen. Na gut. Dann ab in das Ziel. So, lalala. Ja. Gut. Das war's dann mit dem Level und dann sehen wir uns im dritten Level wieder.